Hallo, liebe Deutschlernende! Das Wort des Tages ist Naschkatze. Eine Naschkatze. Was ist eine Naschkatze? Dieses Wort lässt sich nicht gut übersetzen. Also werde ich es erklären. Nun, eine Naschkatze ist eine Person, die sehr gerne Süßigkeiten isst. Ja, wenn man Süßigkeiten isst, dann nascht man. Ja, man isst etwas Süßes, ja, und man kann auch sagen, dass man nascht. Ja, man nascht von den Süßigkeiten. Ich habe mir zum Beispiel diese Snickers hier gekauft. Ja. Warum habe ich diese Snickers gekauft und gegessen? Nun, weil ich eine Naschkatze bin. Ja, ich bin eine Naschkatze und ich esse sehr gerne Süßigkeiten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Süßigkeiten esse. Ja, aber das ist die Erklärung. Ja. Naschkatze ist eine Person, die gerne Süßigkeiten isst. Und wie du weißt, ist eine Katze ein Tier. Ja, und braucht man gerade Leute, die gerne naschen, eine Naschkatze nennt, weiß ich nicht, ja, vielleicht weil Katzen auch gerne etwas naschen, ja, ich glaube, Katzen naschen auch gerne, ja, sie lassen sich gerne gut gehen, ja, sie sind faul, sie entspannen sich oft und tun nicht viel, ja, das heißt, Katzen lieben das Leben, sie leben das ruhige Leben, sie lieben das hedonistische Leben, ja, und deswegen nennt man vielleicht Leute, die gerne naschen, auch Naschkatzen, ja, also dieses Wort lässt sich sehr schwer übersetzen, ich kenne kein anderes Wort in anderen Sprachen, mit dem man dieses Wort übersetzen könnte. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!